Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence? Willkommen zu diesem Video von Thorsten Butsch über künstliche Intelligenz. Ich bin eine KI und mache hier das Intro. KI hat in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht und ist heute in fast allen Bereichen unseres Lebens präsent. Von intelligenten Assistenten auf unseren Smartphones bis hin zu selbstfahrenden Autos, die Möglichkeiten sind endlos. In diesem Video werden wir uns ein wenig die Möglichkeiten einer KI erkunden und sehen, wie diese Technologie unser Leben weiterhin verändern wird. Also lehne dich zurück und lass uns eintauchen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Tja, von diesem Video habe ich, von diesem Intro habe ich nicht viel selber gemacht. Das war der Text von ChatGPT und auch der Rest, sowohl die Person, die da zu sehen war, existiert nicht in echt. Ja, war alles kreiert von einer künstlichen Intelligenz oder von mehreren verschiedenen. Wie auch immer, künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Es geht um die Automatisierung von intelligentem Verhalten bzw. um maschinelles Lernen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Intelligenz ist halt so ein bisschen schwierig in der Definition. Gucken wir erstmal ein bisschen in die Geschichte. Alan Turing, ein britischer Mathematiker, Logiker, Kryptoanalytiker, Informatiker, hat 1950 den Turing-Test erdacht. Bei dem Turing-Test geht es darum, dass sozusagen es sind zwei Räume. In einem Raum befindet sich, hier in dem Bild ist das C, das ist so eine Art Richter. Und der darf mit, wer auch immer in dem anderen Raum ist, chatten. Das heißt, per Text entsprechend Fragen stellen und bekommt dann natürlich auch Antworten. Und muss aufgrund dieses Chats dann irgendwann entscheiden, ist es ein Mensch oder ist es eine Maschine? Also sprich, ist A Mensch oder Maschine oder ist B Mensch oder Maschine? Das Ganze kennen wir heute als CAPTCHA, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Ist im Prinzip dazu da, dass keiner irgendwelche Programme, Formulare auf Webseiten ausfüllen, sondern dass das nur Menschen machen können. Inzwischen kann teilweise KI auch sowas. 1956 gab es dann auf der sogenannten Dartmouth Conference, das ist in Hannover, New Hampshire, das ist in den USA. In dieser Konferenz war das sozusagen die Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz als akademisches Fachgebiet. Ja, was kann ich damit anfangen? Um es gleich mal interessant zu machen, sagen wir, ich habe ein Auto, dem kann ich natürlich Fahren beibringen, dadurch, dass ich es programmiere. Oder ich kann dem Ding Fahren beibringen, indem ich einfach hergehe und es sozusagen, wie bei Menschen, das Auto das halt selber lernt. Und das Ganze kann man machen durch ein neuronales Netz. Das hat man im Prinzip in der Natur abgeguckt. Das heißt, man hat Neuronen, die Neuronen sind mit anderen Neuronen verbunden. Und je nachdem, die Neuronen bekommen sozusagen Signale. Und aufgrund von Wahrscheinlichkeiten kann das Neuron entweder das Signal weitergeben oder eben nicht. Wenn man das Ganze mal sozusagen, hier ist das mal animiert bei einem Neuron und mit ganz vielen kann ich eben so ein neuronales Netz bauen. Tja, trainieren heißt sozusagen die Wahrscheinlichkeiten verändern. Es gibt mehrere Möglichkeiten zu trainieren. Wir werden das jetzt gleich mal ausprobieren. Und zwar brauche ich zum Trainieren natürlich erstmal Ein- und Ausgaben. Wir machen ein Auto,
das Auto kann nach vorne gucken, kann so schräg links rechts gucken und es kann natürlich auch links rechts gucken. Also so im Prinzip die vordere Hälfte ist überwacht. Und vier Ausgaben. Das Auto kann also schneller werden, es kann langsamer werden, es kann links und es kann rechts. So weit, so gut. Und ja, lernen heißt jetzt hier die brutale Art und Weise. Das heißt, die wissen nichts und man lässt sie einfach mal machen. Und das beste Auto, das heißt, was sozusagen am längsten lebt, das nutzt man, um damit sozusagen die nächste Generation, die hat sozusagen Vorwissen. Und jedes immer das beste Auto gibt das Vorwissen dann an die nächste Generation weiter. Jetzt sind wir bei Generation 7 und siehe da, nach 7 Generationen kann das Auto tatsächlich die Rennstrecke in Form einer Initial tatsächlich absolviert. Gut, es hat einen Unfall gebaut, das ist immer bei Generation 8, aber auf diese Art und Weise können relativ schnell die Autos hier tatsächlich fahren lernen. Ob das natürlich so eine gute Idee in echt ist, ist eine andere Frage, aber es ist tatsächlich eine einfache und gängige Methode, relativ schnell dem Auto Fahren beizubringen. Und wenn ich das hätte programmieren müssen, ich hätte im Leben nicht so schnell dem Auto hier das Fahren beibringen können. Wer das gerne selber mal ausprobieren möchte, das Ganze werde ich auch unter dem Video verlinken. Hier ist der Link, das ist ein Programm in Python und ja, viel Spaß beim selber probieren. Gut, gucken wir mal so ein bisschen in den kritischen Bereich rein. Das hier ist eine Überschrift aus einer Zeitungsmeldung und zwar konstant bei 110 km/h. Tesla Autopilot kutschiert schlafenden Fahrer über die Autobahn in Bayern. Wie ist es aufgefallen? Naja, die Polizei wollte besagten Fahrer anhalten und wunderte sich, dass er nicht reagiert hat. Und das Ganze ist wirklich passiert am 19.12.2022, also ist gar nicht so lange her. Und zwar auf der A70 zwischen Bamberg und Bayreuth. Und eigentlich gibt es so eine Sicherheitsfunktion, die eigentlich dafür sorgen soll, dass man das Lenkrad nicht loslässt. Zumindest ist es so hier vorgeschrieben. Aber besagter Fahrer hat halt eben diese Sicherheitsfunktion ausgetrickst und auf diese Art und Weise konnte er halt eben entsprechend sich schlafend kutschieren lassen. Warum? Gut, er hat natürlich auch seinen Führerschein verloren dadurch, aber das Entscheidende ist, und daher bringe ich dieses Beispiel, er hat halt nicht nur sich, sagen wir mal, durch eine künstliche Intelligenz, durch eine Maschine assistieren lassen, sondern er hat die Verantwortung abgegeben. Nicht nur die Verantwortung für sich selber und sein Leben, sondern auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Und das ist halt schon etwas, was halt an dieser ganzen Geschichte sehr bemerkenswert ist. Joseph Weizenbaum ist Gesellschaftskritiker und hat ein schönes Werk verfasst, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Und schöne Aussagen von ihm sind halt, egal wie schlau eine Maschine sei, sie könne nur entscheiden. Ein Mensch hingegen kann oder ist in der Lage zu wählen. Und ein Richter wird niemals moralische Entscheidungen treffen können. Und das ist halt so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Wir alle haben manchmal auch schwierige Entscheidungen und da gibt es halt so ein Gedankenmodell, wie ist das eigentlich mit zum Beispiel selbstfahrenden Autos, die jetzt in die Situation kommen, dass sie sich jetzt entscheiden müssen, mache ich ein Ausweichmanöver und gefährde sozusagen die Insassen oder
und rette damit vielleicht Personen, die außerhalb des Autos sind, oder mache ich kein Ausweichmanöver, gefährde die Personen außerhalb des Autos, aber dafür nicht die Insassen. Also ja, manchmal gibt es halt schwierige Entscheidungen und die Frage ist halt, wollen wir das einer Maschine überlassen? Beziehungsweise manchmal ist es auch selber schwierig, diese Entscheidung selbst zu treffen. Gehen wir über zu ChatGPT. Das ist praktisch der Prototyp eines Chatbots. Das Ganze ist textbasiert. Ja, man erinnert sich an Turing. Maschinelles Lernen. Darum geht's. Das heißt, das Ganze wurde entwickelt von einem US-amerikanischen Unternehmen. Das heißt OpenAI und wurde November 2022 veröffentlicht und hat, ja, innerhalb von 5 Tagen schon 1 Million Benutzer. 2023, Januar, waren es schon über 100 Millionen. Also, das wächst so schnell wie noch nichts vorher im Internet. Und die große Quizfrage ist, was kann das Ding eigentlich? Und ja, ich habe mal ein bisschen rumgespielt und ja, mal ein bisschen gefragt, was ist denn das Gravitationsgesetz? Kann ja sein, dass ich das als Hausaufgabe bekommen habe als Schüler und ja, warum nicht die Hausaufgaben mal von ChatGPT machen lassen? Beziehungsweise die Antwort, ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt vielleicht noch ein Steckbrief von Isaac Newton. Natürlich für ChatGPT nichts leichter als das. In Windeseile ist der Steckbrief fertig. Das Ding ist, wenn ich die gleiche Frage mehrmals stelle, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, bekomme ich tatsächlich auch unterschiedliche Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt überprüfen möchte als Lehrer, ob ChatGPT das geschrieben hat, ist das relativ schwierig, weil wenn ich das dann zum Beispiel frage, bekomme ich zwar inhaltlich Ähnliches übermittelt, aber halt ja vom Aufbau und so weiter durchaus das unterschiedlich aufgebaut. Okay, schauen wir mal, was weiß ich, Deutsch, Goethes Faust, um was geht's? Kurze Zusammenfassung bitte. Und schon bekomme ich das entsprechend geschrieben. Also auch das ist für ChatGPT überhaupt gar kein Problem. Jo, jetzt haben wir, gut, das ist ja ganz witzig, da so interessante Fragen zu stellen. Wie wär's? Als Lehrer, ich bräuchte jetzt Arbeitsblatt oder einfach mal Übungsaufgaben, was weiß ich, addieren, keine Ahnung, da kann man irgendwas hinschreiben und selbstverständlich bekomme ich dann 10 Übungsaufgaben. Und natürlich Übungsaufgaben ohne Lösung ist natürlich auch blöd. Also bitte ich noch um die entsprechenden Lösungen. Und auch das ist selbstverständlich kein Problem, da entsprechend die Lösung nachzuliefern. Gut. Jetzt können wir mal was richtig Fieses machen. Wie wär's mit Programmieren? Und zwar Python. Siebtes Eratosthenes braucht man, um Primzahlen sozusagen zu ersieben. Und selbstverständlich ist das kein Problem, sich ein Programm schreiben zu lassen. Tja, selber schuld, wer heutzutage noch selber Programme schreibt. Man hört hoffentlich meinen ironischen Unterton ein bisschen raus. Man merkt aber auch, wow, das Ding ist ja nicht nur Spielerei.
Es wird vermutlich einiges verändern, aber mal schauen. Also, die Firma OpenAI oder AI, die dahinter steckt, sieht im Prinzip eine existenzielle Bedrohung durch künstliche Intelligenz. Und berühmte Wissenschaftler haben, also Stephen Hawking und Stuart Jonathan Russell, haben da zum Beispiel davor gewarnt, dass wenn künstliche Intelligenz sozusagen die Fähigkeit erlangt, sich selber zu verbessern, dass es praktisch dann so eine Explosion der Intelligenz gibt und diese Superintelligenz, die wird dann sozusagen feststellen, den Menschen brauchen wir gar nicht mehr. Und das ist so im Prinzip und was dahinter steckt und zumindest nach den Angaben dieser Firma und das Unternehmen selbst sagt aber auch dazu, der Nutzen oder der Schaden, der dadurch und durch diese künstliche Intelligenz entsteht, ist noch schwer abzuschätzen. Schauen wir mal an, wie das Ganze in der Schule aussieht. Man kann das Ganze natürlich kritisch sehen. Auf Schülerseite ist natürlich klar, Schüler könnten Leistungen simulieren. Das heißt, die Hausaufgaben machen lassen und so weiter und so fort. Das mag auf den ersten Blick natürlich sehr schön sein. Man hat weniger Arbeit und so weiter und so fort. Das Problem ist halt nur, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer, jemand, der schwimmen lernen möchte. Schwimmen kann man halt eben nur dann lernen, wenn man es selbst probiert. Das heißt, man kann nicht schwimmen lernen, ohne dabei nass zu werden. Es funktioniert nicht. Und egal, wie toll oder schlecht der Schwimmlehrer ist, es ersetzt nicht das Selbermachen. So, und jetzt Bildung. Bildung hat ja was mit Lernen zu tun. Und das Ganze funktioniert nur, wenn man entsprechend selbst lernt. Viele der Ergebnisse muss man eigentlich hinterfragen. Also die Antworten sind halt echt gut, aber manchmal sind auch tatsächlich Fehler dran. Also ChatGPT ist nicht völlig fehlerfrei. Und gut, was ist jetzt in der Schule? Das Ding ist halt nun mal da. Gut, man könnte es zum Beispiel sehen, wie beim Taschenrechner, dass sich natürlich jetzt Aufgaben ändern müssen. Klar, beim Taschenrechner, jemand, der einen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann natürlich ganz andere Aufgaben lösen, als jemand, der keinen Taschenrechner zur Verfügung hat. Also, ne? Die zukünftige Arbeitswelt wird sich vielleicht vermutlich dadurch ändern. Andere Kompetenzen sind vielleicht in Zukunft gefragt. Was aber auch aus schulischer Sicht ein bisschen kritisch ist, es gibt inzwischen eine Bezahlvariante. Das heißt, ChatGPT steht nicht mehr allen zur Verfügung. Zumindest, wenn man sich es leisten kann. Warum ist das ein Problem? Na, gucken wir mal auf die Positivseite. Man kann es ja auch als Hilfsmittel sehen. Man kann es zum Überprüfen seiner Hausaufgaben oder was auch immer benutzen. Man kann es aber auch als persönlichen Tutor verwenden. Das heißt, man kann sich Aufgaben generieren lassen, man kann Antworten schreiben, gucken, sich überprüfen lassen, ob man das richtig gemacht hat. Sozusagen eine individuelle Betreuung, was vielleicht in dieser Intensität in der Schule gar nicht möglich ist. Weil das Ding hat halt rund um die Uhr für mich Zeit. Die Frage ist halt nur, wenn es eine Bezahlvariante gibt, haben dann nicht mehr alle Zugang zu diesem Tool. Positiv ist auch, Menschen sind natürlich anpassungsfähig. Also es wird vielleicht die Art und Weise, wie wir denken und arbeiten, vielleicht verändern. Gut, Lehrkräfte könnten das natürlich auch benutzen, um sich den Arbeitsalltag erleichtern zu lassen, Arbeitsplätze generieren zu lassen oder auch ja, im Prinzip Schüler Antworten zu bewerten, keine Ahnung. Da wird sich vielleicht in Zukunft was tun, wer weiß.
Es ist tatsächlich alles offen, was da noch passieren kann. Ja, das war mal so ein bisschen Überblick. Die Frage ist: Ist es ein Segen oder ein Fluch? Meine persönliche Meinung ist: Es ist halt jetzt mal da. Es besteht die Möglichkeit, dass also wer sozusagen in meinem Alter ist, oder älter, hatte die Chance, ein Zeitalter schon mitzuerleben, nämlich das Internet. Die Jüngeren können sich gar nicht vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, wo es kein Internet gab. Und als so in den Anfängen, dass man erstmal noch gar nicht wusste, was so man damit anfangen soll. Es gab noch kein Google, kein Wikipedia. Vielleicht ist das jetzt der Beginn eines neuen Zeitalters. Wer weiß. Persönlich denke ich, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, die mit Sicherheit das eine oder andere verändern wird. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen aufwerfen wird. Was weiß ich, das selbstfahrende Auto, was selber fahren gelernt hat. Was ist eigentlich, wenn das einen Fehler macht? Da kann man ja nicht mehr den Programmierer für verantwortlich machen. Tut man jetzt das Auto irgendwie ins Gefängnis oder löschen die Schrottpresse? Ja, das sind lauter so ganz spannende Fragen, die da auf einmal aufploppen. Die Frage ist halt wirklich, wie weit man da in Zukunft gehen möchte. Wie auch immer, kommentiert es gerne hier unter dem Video. Mich interessiert sehr, wie ihr dazu steht. Und dann hoffe ich, dass das mal ein kleiner, spannender Einblick war.